Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Andy WP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns Malusha angenommen. Boah, ich habe schon gegen so viele gekämpft, ich komme da schon voll durcheinander und so. Und ja, wir stehen jetzt vor dem Tor von Excel, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie stark er sein könnte. Weil man, ich glaube, das Schwierigste in dem Kampf ist einfach nur, wenn man die ganze Zeit Schaden bekommt. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Schaden das ist, aber ich glaube, es ist sehr nervtötend viel Schaden. Man muss sich viel heilen, glaube ich. Ich glaube, ich sollte vielleicht irgendwie Dingens, High Potions oder so reinnehmen. Ich weiß es nicht. Aber mal schauen. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, wie der Kampf so ausgeht. Wenn euch der Part natürlich gefällt, könnt ihr ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Und kann ich Goofy neben mir erscheinen lassen? Noch einmal. Nö. Wo ist er? Ach, da unten. Was macht er da unten? Bah, jetzt habe ich es ruiniert. Ja, ja. Ja, habe ich schon gesagt, dass ihr ein Abo und Like, einen Kommentar oder so hinterlassen können. Ja, ich glaube schon. Okay, muss ich da noch rein gewöhnen. Mache ich erst seit, weiß nicht, ein paar Monaten oder so. Ja, auf nach Excel. Mal schauen, wie das hier ausgeht. Ich muss dafür sorgen, dass er sein Feuer am Boden hier, glaube ich, kaputt macht. Irgendwie ist das erste Mal, dass Sora auf Excel trifft, ne? Am Anfang war es ja nur Roxas, ne? Also ja, die treffen sich zum ersten Mal. Sehr schön. Brauchst du Feuer? Ich vermisse Zoros Stimme irgendwie. Oh, ist ja nicht so viel. Ich weiß noch nicht, wie er sein Reaktionskommando noch mal macht. Ja, die Wand, die tut natürlich auch weh und er macht natürlich auch weh. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich habe eine Limitform, genau. Ja, ne, ich habe eine Idee. So, nein, warum ist denn das jetzt auch weg? Oh. Voll die geile Idee. Limitform tut doch ja mich heilen bei jedem Angriff. Hey, mach dein Dings weg, ey. Warum, wie schnell ich das wieder auflädt. So, komm her. Buff. Ich hoffe, ich habe eine Schwachstelle in deinen Ding hier rausgefunden. Ja, mein Gott. Er macht das jetzt schon direkt. Boah, ich muss ihn öfter ausweichen, als ich angreife, ja. Alter, ist gut langsam, ey. Ja, ich heiße Thor. Oh nein. Dann mach das doch nochmal. Ich muss mir ein paar Ether kaufen nach dem Kampf hier. Jetzt mir langsam auf den Nerven. Wow. Ich heile mich danach immer. Das ist ja richtig geil. Stimmt. Habe ich nicht vorher daran gedacht, ey. Oh nein, nicht gut. Wenn er kontert, bin ich tot. Lass mal euch das Feuer mal wieder ausmachen, ne? Komm ich von dem Boden ausschaden? Also meine Drive. Aber ich bin tot. Ja. Bin ich blöd. Ja, ich habe eine Idee. Gib mir eine Sekunde. Ich muss mal gucken, wie viel Ether habe ich noch. Ich habe eine sehr gute Idee, wie ich den Kampf hier voll vereinfachen kann. Weil du heilst dich ja mit den Limit-Attacken, ey. Damit kann ich doch ja voll den seinem Bodenangriff hier
mehr oder weniger aus dem Weg gehen. Vor allem, ich kann halt irgendwie nicht triggern, dass er sein Dings macht. Ja, wie viel habe ich noch? Etra. Oh, 16. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Dinger dadurch auch jetzt weggehen. Ey, Mann. Warte mal. Na, super. Ja. Eisgar, was weiß ich. Jetzt mal hier irgendwas rein. Das wird mich so. Wer da wird so weit von nicht klarkommen, hat jetzt auf 4, ist aber egal. So, noch mal. Ich habe da so eine Idee. Oh, dann sollte ich vielleicht auch Dings hier ausrüsten. Boah, Memoir. Damit ich meine Drive-Stange auffüllt. Ich kann mich nicht in die Antiform verwandeln alleine. Sehr gut. Ja, ich kenne mein Kingdom Hearts 2. Der ganze Durchsuchten damals hat schon was gebracht. Obwohl Limitform gab es halt für den Kingdom Hearts 2. Aua. Und dieser Angriff, der geht mir so auf die Nüsse, ne? Aber ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wie man den langsam aus dem Weg geht. Ha! Ich muss schon sagen, der tut doch irgendwann so weggehen. Okay, ich muss eigentlich den Angriff nur die ganze Zeit. Oh, das funktioniert. So, komm her. Das macht er sowieso wieder. Deshalb, blöde. Nochmal. Schon den Zucken. Och man. Boah. Sehr gut, ich treffe ihn damit. Und er hat da nach links eingesetzt. Sehr gut. Oh. Na, komm. Sehr gut. Nein, da konnte ich Dings halten. Wieder ist schon vorbei. Wie heißt du nochmal? Goldberg. Und danach geht er auch in seine Feuerwand. Doch, wer? Wusste ich doch. Uff. Wie Chain of Memories, ne, Kumpel? Nein, ich wollte 2 machen. Boah. Hätte ich gedacht, dass die Aua Limit vor mir so ein Lebensretter ist. Oh, der ist gleich weg. Nein. Und tschüss. Nee, der geht dadurch kaputt. Was zum Teufel? Muss ein Feuer aus sein oder was? Ach man, geh doch weg. Komm her. Warum geht der nicht kaputt? Was soll das? Jetzt aber. Oh, sehr gut. Wollte schon sagen, was war das denn auf einmal? Yay, schon wieder gewonnen. Aber ernsthaft, sofort. Warum ist mir das nach dem Kampf eingefallen? Die Limitform ihre Angriffe heilen einen doch. Magie ist hier. Ugh. Gegen dich muss ich nie wieder kämpfen anscheinend. Ja, und ja. Damit kann man den seinen Feuerboden irgendwie voll aus dem Weg gehen. Und anscheinend war er auch voll überpowered. Weil, ja, irgendwie konnte ich ihn ununterbrochen angreifen. Nicht schlecht. Ausgezeichnet. Limit Form for the Win. Jetzt muss ich. Warte mal. Ich wollte schon sagen, dass er jetzt auch Dings. Dann wieder umstellen. Meine Ether, die mir bald ausgehen. Ja. Nee, warte.
hier. So. Blitzka. So. Ich brauche die zwei anderen Dinger gar nicht, aber was soll's. So, dann haben wir jetzt nur noch Sigma, Sykes, Oxus und Xemnas. Ich würde sagen, als nächstes machen wir Sykes. Ich kann mich erinnern, dass ich bei denen Probleme hatte beim ersten Mal, als ich besiegt habe. Aber ja. Sigma will ich mir natürlich als vorletzten Jahr aufbewahren. Wegen Hauptcharakter, Lieblingscharakter und so, ne? Dann Roxas, weil der, glaube ich, potenziell der stärkste vielleicht ist von allen. Und Xemnas, weil ja. Wir müssen gegen beide Formen von Xemnas kämpfen, also das wird lustig. Bis dahin hätte ich gerne hier die ganzen Vollblüte Plus und all sowas. Mehr Leben ein bisschen zu erleichtern und vielleicht sogar ein paar Schutzengel. Und ja, würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns. Tschüss.